Ja, Sie haben wunderschöne Kunstwerke für die Kunstmesse gestaltet, die besonders von der Technik her sehr spannend sind. Schauen aus wie eine Mischung aus Ölmalerei und Textil, ist es aber nicht. Es gibt viele Techniken auf dem Bild, drei verschiedene Techniken. Erstmal Hintergrund ist mit Holz abgedruckt, also Struktur von Holz direkt auf Leinwand abgedruckt. Zweite Stufe ist Pflanzenmotive, das habe ich mit Siebdruck gemacht. Und dritte Stufe ist Ölmalerei. Bis jetzt ist ganz stark auf Natur, also von Natur ausgegangen, realisiert. Letzte zwei Jahre sind wir intensiv daran gearbeitet und auch hier im Kunstforum gezeigt, in Dubrovnik, Museum für moderne Kunst, habe ich gezeigt, so eine Show gemacht dort, eigentlich für diese Museenausstellungen geplant. Plus, was für mich ganz wichtig ist, mein Lehrer, Hermann Nitsch, in Frankfurt an der Städelschule, er war mein Professor. Letzte Monaten habe ich in Nitsch Foundation eine Ausstellung gemacht, die habe ich fast erstmal dort gezeigt. Also Arbeit besitzt sich stark auf die Natur, weil Holzabdruck ist schon unmittelbar direkte Berührung von Natur auf Leinwand kommt. Und zweite Stufe ist Pflanzenmuster, die habe ich fotografiert, Fotos bearbeitet und mit Siebdruckverfahren auf Leinwand gebracht. Und dritte Stufe Ölfarbe, wo man Struktur sehr stark erkennt, die sind auch von Natur aus entworfene, stilisierte Blütenmotive. Die habe ich seit 1995, 1994 in Frankfurt entwickelt, stilisiert, habe für mich ein Buchstaben geworden, ein Alphabet geworden, die benutze ich für meine Malerei, um mich auszudrücken, um meine Malerei zu schaffen, benutze ich diese Muster. Genau, die sind auch also ganz stark mit diesen Motiven gemacht. Vorletzte Serie habe ich Infinite genannt. Also Infinite, man sollte, wenn man Bilder sich anschaut, sich etwas ahnen. Es ist nicht definierte Landschaften, aber man kann ahnen, das kann Landschaft sein, das kann Tiefe sein, da ist Himmel, da ist Meer. Also das ist, man sollte es also nur ahnen, es könnte sein. Das war mein Ziel eigentlich bei diesen Bildern. Ja, der Farbverlauf bei diesem Bild ist ganz besonders. Mit welcher Technik haben Sie das gemalt? Das sind eigentlich erstmal mit Bleistift. Motiven habe ich frei auf Leinwand vorgezeichnet. Dann mit silberner Linie drüber gegangen. Das ist Acrylfarbe. Über Linien mit Acrylfarbe gemalt. Dann Nährstelle mit Ölfarbe gemalt. Da werden jede Linie immer abgetönt, gemischt mit einer anderen Farbe. So entstehen diese Farbverläufe. Und es ist, glaube ich, noch wichtiger, da ist Da Vinci Pinsel. Diese Pinsel habe ich angefangen, also 94, 95 erstmal, und seitdem habe ich das nicht gewechselt. Immer gleiche Marke, gleiche Stärke, Stärke 0. Und also bestimmt habe ich bis jetzt 25.000 Stück verwendet, weil man kann nicht große Flächen malen mit einem Pinsel. Und freundlicherweise, Da Vinci produziert es für mich und
auch mein Name drauf stempelt, was mich sehr freut. Also diese Struktur entsteht durch Pinselspitze.